Herzlich willkommen, liebe Zuseherin, lieber Zuseher. Schön, dass du dich auch für dieses Thema interessierst. Ich habe, wie ich dir versprochen habe, meinen lieben Kollegen Dr. Herbert Weitzer wieder eingeladen. Wenn du unser erstes Video noch nicht gesehen hast, ich verlinke es unterhalb. Sieh das bitte an, damit du ja weißt, was wir vorhaben mit dieser ganzen Serie. Heute geht es um das Thema Ernährung. Ein sehr kontroversielles Thema mit nicht nur unterschiedlichen Aussagen, sondern einander widersprechenden, die uns alle, auch mich, ich sage das ganz ehrlich, manchmal verwirren und irritieren. Und wir werden versuchen, ein bisschen Licht in die Sache zu bringen. Herzlich willkommen, mein Lieber. Ich freue mich, dass du dir Zeit nimmst. Danke dir. Danke für die Einladung. Ja. Mein Lieber, du hast dich intensiv mit Ernährung beschäftigt, so wie ich. Ich habe es gemacht aus eigenem Interesse eigentlich, weil ich habe jetzt gerechnet, ich habe ungefähr im Alter von 60 begonnen, ein bisschen nachzudenken. Das war 2010 ungefähr. Habe begonnen nachzudenken, wie ich meinem Körper etwas Gutes tun kann mit meiner Ernährung. Weil ich nicht unbedingt angetreten bin, lang zu leben, aber ich möchte vor allem angesichts des Miterlebens des geistigen Abbaus meines Vaters mir Wünsche bei voller geistiger Kraft mein Ende zu zelebrieren. Und da habe ich eben geschaut, was mir helfen könnte, diesen Zustand, in dem ich jetzt bin. Der ist ganz gut, auch für mein Alter, denke ich, aber ja, ich glaube, da darf man etwas dazu tun. Und dazu gehört eben auch die Ernährung. Bewegung haben wir schon besprochen in der letzten Begegnung. Und heute geht es eben um Ernährung. Und hast unter anderem auch du mir, ja, interessante, wertvolle Hinweise gegeben. Hast mich dann auf einige Ernährungsexpertinnen hingewiesen, die dann zum Teil auch unterschiedliche Dinge verkündet haben. Also es wäre schön, wenn du da ein bisschen etwas erzählst, wieso erstens du dazu gekommen bist, dich so intensiv damit auseinanderzusetzen, dass du heute Menschen auch beraten kannst. Okay. Also, ich finde es auch gut, wenn du sagst, mit 60 hast du angefangen, dich da mit dem auseinanderzusetzen. Ich finde es dann auch ganz schön, dass man da mal sich das so ganz knapp durchrechnet. Mit 60 hat man in etwa, wenn ich das jetzt richtig gerechnet habe, 60.000 Mal gegessen, wenn man so ganz grob dreimal pro Tag. Also etwas, was man 60.000 Mal schon gemacht hat, da muss man ja wohl schon Experte sein, ne? Also wir alle rufen für uns irgendwie auf, dass wir den Expertenstatus haben, ganz einfach schon allein deswegen, weil wir es schon so oft gemacht haben. Was war bei mir in meiner Tätigkeit mein Zugang? Also ich habe drei, würde ich sagen, medizinische Schwerpunkte. Das eine ist, ich bin eigentlich ganz ursprünglich von der Gastroenterologie, also von der Magen-Darm-Heilkunde gekommen. Natürlich, das ist ja dieses Schlauchsystem, wo wir unsere Nahrung da durchschicken. Also da ist man natürlich von der Fachexpertise einmal damit beschäftigt, welche Nahrung wirkt wie, welche Krankheiten werden verursacht oder auf der anderen Seite, was muss ich tun, wenn ich Krankheitssymptome am Darm finde, was muss ich dann in der Ernährung ändern? Also ich möchte jetzt nur so ein paar Klassiker nennen. Das ist also die Glutenunverträglichkeit, die Zöliakie des Erwachsenenalters oder die Laktoseintoleranz. Das sind ja Dinge, die wir eigentlich auch ganz gut diagnostizieren können und wie man dann eben entsprechend vorgehen muss oder bei irgendwelchen Schwächen der Bauchspeicheldrüse. Das nächste ist dann die Kardiologie und da hat man natürlich massiv mit den Auswirkungen von Ernährungsformen zu tun, die dann die Gefäßverkalkungen vorantreiben. Und das ist natürlich dann, da ist man so hautnah dran, wenn dann der Patient seine
Plaques in der Halsschlagader drinnen hat oder wenn man in der diagnostischen Aufarbeitung den Befund erhebt, dass also die Gefäße an den Herzkranzgefäßen verkalkt sind. Und da ist man natürlich dann aufgerufen, dass man schaut, was kann man tun, um dieses Risiko zu reduzieren. Und das ist nicht nur das Cholesterin, aber natürlich hat man da ganz stark dieses Cholesterin-Thema. Und wenn du willst, können wir ja dann auch noch ein bisschen darauf zu sprechen kommen, wie es überhaupt zu dieser Fetthypothese gekommen ist, wie da der geschichtliche Background ist. Und mein dritter Bereich, das ist die Sportmedizin, Leistungsmedizin. Da sind natürlich diese ganzen Themen, wie muss ich mich ernähren, dass ich besonders gut leistungsfähig bin, was muss ich da in der Trainingsphase zu mir nehmen, was muss ich zu mir nehmen in einer unmittelbaren Vorbereitungsphase auf einen Wettkampf, was muss ich während des Wettkampfs zu mir nehmen, was muss ich nach dem Wettkampf zu mir nehmen, damit ich möglichst gut wieder regenerieren kann. Das ist natürlich, wenn man so will, ein Ort Versuchslabor, in den sich Menschen begeben, wo man halt in vielleicht Extremsituationen das noch deutlicher widergespiegelt kriegt, was Ernährung für uns tut oder eben auch nicht tut, weil ja, wir sind wahrscheinlich auch im Alltagsleben weniger leistungsfähig, wenn wir dem Körper nicht das zuführen, was er gerne hätte. Aber wenn es dann, was weiß ich, wenn man 10 Kilometer Lauf oder wenn man Halbmarathon, Marathon geht, da spüren wir es vielleicht dann noch deutlicher, wie das ist, wenn uns jetzt da die Energie ausgeht. Ne? Also das waren so diese drei Bereiche, wo mich das so ganz besonders beschäftigt hat. Wir haben ja auch in unserem ersten Gespräch schon erwähnt, dass du nicht nur diverse medizinische Ausbildungen hast, sondern eben auch eine fundierte Coaching-Ausbildung, nämlich du bist wirklich ausgebildeter Coach, was ja nicht bei allen der Fall ist, die sich so nennen. Du hast speziell die Richtung systemisch-konstruktivistisch gewählt. Wie sehr hat das Einfluss auf deine Ernährungsberatung? Also wenn du Menschen berätst in Bezug auf Ernährung, bei Sportlern wird es wahrscheinlich leichter sein, denke ich, weil die anders motiviert sind als zum Beispiel irgendein, nicht mehr ganz junger Mensch, der halt mit zum Beispiel Blutfetten zu dir kommt, die nicht so ideal sind. Wie hilft dir da nicht nur dein medizinisches Wissen, sondern auch deine Coaching-Ausbildung? Ja, also dieses Grundmodell der Beratung, so wie ich es erlernt habe, geht auf einen Herrn Professor Uwe Grau zurück. Ein ganz faszinierender Mensch, der ist jetzt schon längere Zeit im Ruhestand, aber ich wollte diesen Gründer von dieser Lehre kennenlernen, bin für einen Tag extra von St. Pölten an den Bodensee gefahren mit dem Zug, nur um 2 Stunden mit ihm sprechen zu können. Und das Faszinierende war, dass diese 2 Stunden Coaching sich überhaupt nicht angefühlt haben wie Coaching, sondern das war ein ausgesprochen angenehmes, positives Gespräch am Küchentisch bei ihm. Ja? Und ich muss sagen, das hat mich auch irgendwo geprägt bei meiner Prüfung, die ich für dieses Masterstudium dann ablegen musste. Waren 2 Prüfer. Der eine Prüfer war von dem, was ich da abgeliefert habe, ganz angetan. Der andere Prüfer hat gesagt, das war kein Coaching, der hat sich nichts aufgeschrieben. Und irgendwo war ich also dann fast glücklich, dass der gesagt hat, das war kein Coaching, weil ich wollte das irgendwie anders betreiben, als wie nur irgendwelche Moderationskarten ausfüllen. Und wahrscheinlich ist es dann so eine
eine Hybridform aus dem, wie eigentlich Coaching sein sollte. Das heißt, dass der Coachee kommt mit einem Anliegen und es ist sein Anliegen und du hilfst ihm auf dem Weg. Aber gerade wenn es um die Ernährung geht und gerade wenn ich dann als Internist da sitze, mag es ja manches Mal so sein, dass man auch schon ja, gewisse Vorstellungen hat, was gut für das Gegenüber wäre. Da gibt es diesen Spruch, angenommen, es würde ein Elefant im Zimmer stehen und der Coachee würde den nicht sehen. Ich würde ihn schon darauf aufmerksam machen, dass dieser Elefant im Zimmer ist. Also ja, es geht immer um diesen Dreischritt. Was ist das Anliegen von meiner Kundin? Wo ist das Ziel, wo es hingehen soll? Und im dritten Schritt verhandeln wir dann darum, wie jetzt meine Unterstützung dabei sein könnte. Also das halte ich für ganz, ganz essentiell in allen Belangen, wenn es um irgendeine Form einer Beratung geht, dass man diesen Dreischritt einhält. Wo ist das Anliegen, das Thema? Was ist das Ziel, wo es hingehen soll? Und was ist daher der Auftrag, der daraus abzuleiten ist? Das wäre so in Kurzform. Also ich denke, man kann da stundenlang noch drüber sprechen, über diese Grundzüge der Systemtheorie und des Konstruktivismus. Sind ja auch faszinierende Themen. Werden wir, also wenn Interesse besteht, und da möchte ich unsere Zuseher und Zuseherinnen ansprechen, wenn das für dich auch ein Thema ist, das dich interessiert, dann notier es bitte in den Kommentaren. Ich möchte am Ende unserer Serie zur Gesundheit durchaus auch diesen Ansatz besprechen, weil er für mich sehr resonant klingt. Und ja, das hat mich gefreut. Mein Lieber, du hast gesagt, dass Menschen mit Anliegen zu dir kommen. Magst du aus der Praxis ein bisschen erzählen, welche sind die wichtigsten Anliegen, die also in Bezug auf speziell Ernährung auf dich zukommen? Ja, kann da ganz einfach an das Gespräch, das ich jetzt vor dieser Aufzeichnung geführt habe mit einem Patienten, den ich von früher her kenne. Und letztendlich war es dann so, dass wir uns überlegt haben, was sind also die drei Punkte, die wir jetzt für ihn rausarbeiten sollen. Und der eine Punkt war, dass wir klären, wie weit er stoffwechselgesund ist. Der zweite Punkt ist dann, wie er in seinem Ernährungszustand ist, ob er also überernährt ist, normal ernährt, dass er nicht unterernährt ist, das soll im Schrank sehen. Und der dritte Punkt ist dann, wie es mit seiner aktiven Körpermasse ausschaut, also mit seiner Muskulatur, ob er ausreichend mit Muskulatur versorgt ist, ob er zu wenig Muskulatur hat, also ob er over- oder undermuscled ist. Im Englischen kann man das besser ausdrücken als wie untermuskelt, übermuskelt, im Deutschen etwas holprig. Aber ist natürlich auch im Zusammenhang mit Ernährung ganz, ganz essentiell, weil natürlich der Muskel, das ist das Organ, das halt den Großteil unserer Energie dann auch verbrauchen mag. Und was war also letztendlich dann bei diesem Patienten, den ich da jetzt betreut habe und mit dem ich das besprochen habe? Wir haben also aus der Analyse seiner Laborwerte ableiten können, dass eine massive Fettstoffwechselstörung hat, dass er von seinem Ernährungszustand überernährt ist, dass er einen erhöhten Anteil von sogenannten viszeralen Fett, also dieses Fett, das im Inneren des Körpers deponiert ist, hat. Aber wir konnten dann sehen, dass also der Anteil des Fettes, das dann schon in die Organe hineingegangen ist, im Speziellen in die Leber,
erfreulicherweise noch nicht zu hoch war. Und erfreulicherweise haben wir auch feststellen können, dass er muskulär sehr gut versorgt ist, also dass er da ein kräftiges Muskelkorsett hat. Und das ist natürlich dann eine gute Voraussetzung, wenn es da geht, diese Stoffwechselprobleme zu behandeln. Und natürlich, was wir da in dem Zusammenhang jetzt noch nicht so gehabt haben, sind die Daten bezüglich Kohlenhydratstoffwechsel, bezüglich des ganz, ganz wichtigen Themas der Insulinresistenz. Also da geht es um die Frage, ob der Körper ein ausgewogenes Verhältnis hat zwischen der Insulinproduktion durch die Bauchspeicheldrüse und der Antwort der Körperzellen auf dieses Insulin. Und unser Organismus ist so aufgebaut, dass es ganz, 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 ganz wichtig ist, dass dieser Zuckerwert im Blut möglichst lange konstant gehalten wird. Und wenn man die Vorstellung hat, man hat also so in etwa ich glaube, es ist ein Esslöffel Zucker, der also so im Blut zirkuliert. Und wenn das nur um ein halbes Esslöffel mehr oder weniger ist, haben wir schon ein ganz, ganz, ganz großes Problem bis hin zur Bewusstlosigkeit. Und das muss also in ganz engen Bereich vom Körper gesteuert werden. Und damit das möglich ist, muss unter Umständen, wenn es da eine Störung hat, die Bauchspeicheldrüse, wie ich das immer sage, so eine extra Schicht einlegen und dann halt das Dreifache, Vierfache, Fünffache der Insulinmenge produzieren, weil das Insulin, das ausgeschickt wird, in den Körperzellen nicht mehr so sehr als Signal ankommt. Und das ist also Insulinresistenz und das hat eine Vielzahl von anderen Problemen dann hinter sich noch. Diese Frage müssen wir dann noch weiter klären. Wie ist das Ganze ausgegangen? Wir haben dann besprochen, was er tun könnte, um also seinen erhöhten Körperfettanteil zu reduzieren. Und natürlich geht es bei dieser Störung im Fettstoffwechsel um die Frage, ob da jetzt eine Therapie sofort erforderlich ist oder wie weit man da mit Lebensstilmaßnahmen vorgehen kann. Und da haben wir heutzutage dieses sehr, sehr aussagekräftige Verfahren des Herz-CTs. Er hat nämlich sehr wohl gesagt, dass wenn er mit seinem Fahrrad unterwegs ist, dass er da ein gewisses Druckgefühl spürt. Er hat eine belastete Familienanamnese, seine Mutter hat mehrere Beipässe und seine Laberwerte würden also schon in die Richtung deuten, dass er da durchaus ein Thema haben kann. Also das war so dieser Zugang und da war es eigentlich so, dass, wie du sagst, man kann da nicht mit erhobenem Zeigefinger kommen, weil das wird natürlich sofort dazu führen, dass das Gegenüber dann quasi die Ohren zuklappt, sondern er hat artikuliert, ja, meine Hausärztin, die möchte mir einen Cholesterinsenker geben, aber ich möchte den nicht nehmen, weil der schränkt meine Muskelfunktion ein und da jetzt dagegen zu argumentieren, na, dann werden sie aber sterben und sie werden schon merken und so auf die Art, nein, sondern ganz einfach wirklich zu schauen, ja, was würde es denn brauchen, dass sie dann glauben, dass es für sie Sinn macht, hier eine Therapie durchzuführen. Was wären die Punkte, wo sie sagen, dann wäre ich überzeugt und ein sehr gutes Verfahren, das sozusagen eine gewisse Direktivität schon zulässt, sozusagen abseits des reinen Coachings in der Grundform, ist etwas, das nennt sich Motivational Interviewing. Dieses Motivational Interviewing, das ist ein Verfahren, das ursprünglich in der Beratung von Alkoholikern entwickelt wurde, aber mittlerweile als State of the Art auch in den Richtlinien der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie verankert ist.
Und hier geht es also wirklich um diese Entscheidungsfindung im Konsens. Und ein wesentlicher Punkt ist, dass man also bei den Menschen versucht, das rauszufinden, diese Ambivalenz. Weil es ist ja nicht so, dass jemand immer nur grundsätzlich in eine Richtung geht, sondern die Person, mit der ich gesprochen habe, der war schon klar, dass da ein Risiko ist, aber auf der anderen Seite war dann die Situation, ja, er sagt, er ist da geistig nicht bereit, dass er da jetzt was machen kann. Also diese Ambivalenz, und da gibt es also dann immer Anteile in der Person, die spricht also dann dafür, alles so beibehalten, wie es ist, nichts ändern, nichts machen. Und dann gibt es andere Anteile in der Person, die dann sagt, naja, aber eigentlich ist es schon und das wäre doch gut für mich. Und da geht es ganz einfach darum, diesen Change Talk, wie es in dieser Literatur zum Motivational Interviewing heißt, zu unterstützen und da sich quasi auch im Gespräch verstärkend darauf zu konzentrieren. Ne? Also lustig, wie du das jetzt geschildert hast. Ich kenne ja einiges wieder. Ich war in einer oder bin zum Teil in einer ähnlichen Lage. Und wie ich schon erwähnt habe, also du weißt, mich zu motivieren, wie auch immer du das machst. Und diese inneren Anteile, da gibt es natürlich den vernünftigen Anteil, aber es gibt auch den inneren Saboteur, alias Schweinehund, der natürlich sagt, ah, jetzt haben wir so lange überlebt, wird es auch gehen. Und dann gibt es natürlich immer die Argumentation, es gibt Menschen, die ein Leben lang rauchen, die irrsinnig dick sind, die ich weiß nicht was noch alles machen und die werden auch alt. Ja. Diese Argumente kommen dann auch immer rein. Das sind so Totschlagargumente, was sagst du, ja, Ausnahmen bestätigen die Regel im Grunde. Ja. Aber das, was ich gelernt habe, und um das jetzt nochmal aufzugreifen, also ich glaube, wir werden ja im nächsten Gespräch auf die Leber, die Mutter aller Organe eingehen, weil das ja ein ganz wichtiges Thema in dem Zusammenhang ist. Also Fettstoffwechsel ist ja, glaube ich, bei, ich weiß nicht, also zumindest der Hälfte der Bevölkerung, wenn nicht mehr, also zumindest in unserem Kulturkreis nicht ganz ideal, sagen wir mal so. Und da gibt es eben verschiedene Zugänge. Also vor ja, mittlerweile 24 Jahren hast du mir gesagt, auf meine Frage, was mache ich gegen meine Blutfette, gegen meine Move Your Body. Das haben wir im letzten Gespräch erwähnt. Also das ist eine Möglichkeit. Dann diese Fettstoffwechsel-Medikamente, die ehrlich gesagt meins auch nicht sind. Aber das, was du mir empfohlen hast und was vielleicht auch wichtig wäre, weil es für viele unsere Zuseher und Zuseherinnen wahrscheinlich auch relevant ist, einerseits diese vielen Kohlenhydrate, die zum Teil versteckt sind, zum Teil aber gar nicht so versteckt, und auf der anderen Seite den Eiweißmangel, den die meisten von uns haben. Also ich war eigentlich der Meinung, bis am 4. Jänner dieses Jahres, wo ich bei Blutbefund war und wo ich mit dir telefoniert habe, ich ernähre mich ohnehin recht gesund. Aber du hast mich dann eines Besseren belehrt. Und es war für mich schon, obwohl ich mich irgendwo sehr bewusst ernähre immer, aber offensichtlich nicht ganz richtig. Magst du noch mal kurz eingehen auf diese Geschichte Low Carb, Slow Carb, aber auch den Eiweißbedarf speziell im Alter? Ich bin nicht die einzige Seniorin hier in unserer Gruppe. Also ich weiß, ich kriege immer wieder Kommentare, dass unsere Zuseher zum Teil ähnlich alt sind wie ich. Also wie schaut es aus mit dem Eiweiß, das wir zu uns nehmen? Was magst du da sagen? Okay, ja, vielleicht darf ich mit den Kohlenhydraten anfangen, weil du das auch gesagt hast. Und vielleicht ist da jetzt gerade die Gelegenheit, dass wir diesen Herrn Ansel Keys auf die Bühne bitten. Ja? Wer ist der Herr Ansel Keys? Der ist sozusagen der Erfinder dieser Fetthypothese. Und der Herr Ansel Keys, ein amerikanischer Ernährungsforscher, der irgendwann einmal in den 50er Jahren sich so ein Jahr Auszeit genommen hat
und nach Europa gereist ist und dann voller Erstaunen festgestellt hat, dass in Napoli die Menschen wesentlich seltener an Herzinfarkt sterben, als wie diese Bevölkerung in Amerika, die er beforscht hat. Und dann ist er dem Ganzen nachgegangen und hat in seinen Studien festgestellt, es sind die gesättigten Fette, die also in dieser standardamerikanischen Diät wesentlich mehr waren, als wie in dieser Ernährung, die dort in Napoli in den 50er Jahren gepflegt wurde. Er hat es dann noch in vielen anderen Ländern untersucht. Es gibt einige Kritikpunkte auch zu seinen Studien, weil er dann ein bisschen selektiv die Länder rausgenommen hat oder halt weiter beschrieben hat, die dann seine Ideen unterstützt haben und vielleicht andere ein bisschen unter den Tisch fallen hat lassen. Lange Rede, kurzer Sinn. Das ist also dann so eingeschlagen in Amerika. Nur die Leute haben das nicht so ganz genau aufgepasst, was er da gesagt hat. Er hat gesagt, die gesättigten Fette waren es. Was haben die Amis in ihrer Art gemacht? Fette generell sind schlecht. Alle Fette sind schlecht. Was haben dann natürlich die armen Amerikaner, wenn sie Hunger gehabt haben, weil sie jetzt haben sie kein Fett mehr essen dürfen, die haben ja irgendwas essen müssen, sie haben Zucker gegessen. Na, dann kam noch die Zuckerindustrie und die hat sich da draufgesetzt und gedacht, na, das ist aber ganz super, da können wir jetzt unsere Produkte pushen. Das ist auch ganz gut gelungen und daher haben wir über Jahrzehnte diese Low-Fat-Produkte gefunden, aber halt überall massenweise Zucker drinnen. Zur selben Zeit in Großbritannien hat es einen Forscher gegeben, der hat darauf hingewiesen, na, der Zucker, das ist das Gift. In seinen Studien konnte er zeigen, dass eben die reichliche Zuckerzufuhr ganz schlecht ist. Über den ist man sozusagen drüber gefahren und der hat also seine Karriere da sozusagen beenden können, weil ihm keiner mehr für ernst genommen hat. Heutzutage versucht man das ein bisschen differenziert zu sehen und tatsächlich ist es so, dass also diese Zuckerstoppe und die schnell aufschließbaren Kohlenhydrate, die uns ja überall an allen Ecken und Enden massiv zur Verfügung stellen. Also man braucht sich nur jetzt irgendwo so ein Szenario vorstellen. Du bist in Wien zu Haus, du steigst irgendwo aus der U-Bahn aus und hast irgendwo eine kurze Strecke vielleicht irgendwo hin, um was zu erledigen oder was weiß ich, in dein Büro und es überkommt dich der Hunger. Was kriegst du zum Essen? Bäckerei. Irgendwelche Geweckerln, Nudeln, irgend sowas, aber das alle 5 Meter. Ne? Und was anderes kriegst du nicht. Es ist also verdammt schwierig, aus dieser Zuckerfalle rauszukommen. Und das ist also sicherlich ein großes Problem. Und da sind wir dann wiederum bei dem Thema, dass irgendwann einmal dann die Bauchspeicheldrüse sagt, sie kann da nicht mit. Und der Körper und sozusagen die Leber, manche nennen sie auch die Königin des Stoffwechsels, die nimmt dann diesen Zucker und verarbeitet in einem ganz schnellen Schritt das zu einer Depotform der Energie. Und was ist die Depotform unserer Energie? Das ist Fett. Daher ist auch eine Leberverfettung sehr oft nicht so das Thema, dass jemand zu viel Fett zu sich genommen hat, sondern eher, dass er zu viel Energie in Form von Kohlenhydraten zu sich genommen hat und das dann in Fett umgewandelt werden musste. Und ich finde es ganz faszinierend, wenn man sich überlegt, wir haben eben diese drei Makronährstoffe, die Kohlenhydrate, Fett und Eiweiß. Und das Fett, natürlich ist das eine geniale Geschichte, dass wir Fettdepots anlegen konnten. Das hat uns in unserer
Menschheitswerdung extrem geholfen, weil dadurch waren wir etwas unabhängiger davon, dass wir ständig sofort und immer auf der Stelle was essen mussten. Wir sind dann auch einmal längere Zeit ohne Essen ausgekommen. Und man geht davon aus, dass also auch die Gehirnentwicklung des Menschen ganz eng damit im Zusammenhang zu sehen ist, dass er eben diese guten Fettdepots anlegen kann und dann aus diesem Fett ja kann die Leber auch wieder die Glucose, den Zucker für unser Gehirn produzieren und wenn man nicht immer die Energie hat, dieses Gehirn liefert, dann hätte man es auch nicht so gut und groß entwickeln können. Also wir haben toll viel Energie gespeichert im Fettgewebe. Manche Menschen haben halt so viel Luxusenergie gespeichert, die könnten also, wenn es nur um die Energie geht, auf einem Satz gleich 30 Marathons hintereinander laufen. So viel Energie hätten die. Toll, ne? Wenn wir uns dann das nächste anschauen, die Kohlenhydrate. Auch Kohlenhydrate können wir bis zu einem gewissen Maß auf Lager legen. Wir haben ein bisschen Speicher in der Muskulatur, das ist das Muskelglykogen, und wir haben ein bisschen einen Speicher in der Leber, das ist eben das Leberglykogen. Dieser Speicher ist aber im Vergleich zum Fett sehr beschränkt und aus der Leistungsmedizin wissen wir das, weil man also irgendwo so dahin läuft, nach einer Stunde oder spätestens 90 Minuten ist dann dieser Speicher leer und wir müssen dann quasi am Fett, auf der Fettoxidation weiterlaufen. Und jetzt kommt der interessante Punkt. Wir haben keinen klar definierten Speicher für Eiweiß. Das gibt's nicht. Ja, es gibt einen ganz, ganz, ganz kleinen Aminosäurenpool, aus dem man dann sozusagen irgendwo schnell wieder die Bausteine sich holen kann. Aber grundsätzlich ist das nicht vorgesehen am Menschen, dass wir einen Eiweißspeicher haben. Ja, man kann sagen, wir haben einen Eiweißspeicher, das sind unsere Muskeln, aber das ist halt dann keine gute Idee, wenn unser Stoffwechsel so aufgestellt ist, dass wir unsere eigenen Muskeln verschnabulieren. Ne? Und daher scheint es also so wichtig zu sein, dass wir uns diese Muskulatur erhalten. Und es gibt so dieses Konzept, dass wir so lange essen, bis wir ausreichend Eiweiß zur Erhaltung unserer Organstrukturen haben. Es sind ja nicht nur die Muskeln, es ist auch Haut und das Immunsystem. Alle diese Dinge brauchen Eiweiß. Und wenn wir jetzt in einer Situation sind, wo mit unserer Nahrung hauptsächlich Kohlenhydrate daherkommen, dann essen wir und essen wir und essen wir in der Hoffnung, dass endlich einmal genug Eiweiß daherkommt. Aber wenn dann dem nicht ist, dann essen wir nur immer weiter. Ne? Und wenn wir jetzt so ein bisschen wiederum an das denken, was ich das letzte Mal gezeigt habe, diese Lebensspanne und diese Gesundheitsspanne, das sind zwei Faktoren, die ganz, ganz entscheidend sind, wie es uns später gehen wird. Das erste ist eben diese Fähigkeit, Sauerstoff im Körper aufzunehmen und zu verarbeiten. Und das zweite ist eben die Muskulatur, die wird dann darüber entscheiden, ob wir später einmal gebrechlich sein, ob wir später einmal eine Sturzneigung haben und dann, wenn es ganz blöd hergeht, dann unsere Schenkelhalsfraktur versterben, oder ob wir ein möglichst langes, selbstbestimmtes Leben haben können. Und das Interessante ist eben dieser schneller Verlust an Muskulatur. Also eine Muskelmasse, aber wenn man es nimmt, noch schneller verloren geht eigentlich die Kraft und noch schneller verloren geht die Schnellkraft. Und wir haben ja eben unterschiedliche Muskeltypen, die langsam zuckenden und die schnell zuckenden. Und die schnell zuckenden, die wären zum Beispiel gut, wenn man die sich auch noch ein bisschen erhält, wenn es darum geht, einen Sturz zu vermeiden. Wenn man irgendwo drüber stolpert, dass man jetzt nicht hinfällt und sich irgendwas bricht. Ne? Und um diese Muskulatur zu erhalten, da brauchen wir das Eiweiß.
Und weil wir also auch gesprochen haben bei dem einen Patienten, der heute bei mir war, dass er freilicherweise wir da nicht gesehen haben, dass er Leberverfettung hat. Es gibt eben Studien, die sehr gut zeigen konnten, dass auch eine vermehrte Zufuhr von Eiweiß und im Gegenzug eine Reduktion der Kohlenhydrate, vor allen Dingen der schnell aufschließbaren Kohlenhydrate, sehr hilfreich dabei ist, dieses Fett aus der Leber zu räumen. Aber letztendlich muss man sagen, das, was der gemeinsame Nenner aller Studien zu dem Thema ist, es geht letztendlich darum, den Bauchumfang zu reduzieren, also das Körpergewicht zu reduzieren und hier natürlich den Anteil Körperfett um die Leibesmitte. Also das ist der entscheidende Punkt. Und das ist eigentlich, ich würde sagen, in meiner jetzigen Tätigkeit 90% aller Beratungsthemen drehen sich um diesen Themenbereich. Das heißt, bei aller Widersprüchlichkeit bei den Angaben können wir uns aber etwas auf etwas einigen. Wie würdest du das ausdrücken? Was ist evident bei aller Naja, Widersprüchlichkeit? wie gesagt, sind wir schon wieder beim Herrn Ensel Kies. Der ist dann nach Amerika zurückgekommen und hat dann Kochbücher verfasst über mediterrane Kost. Es gibt in der Ernährungsmedizin kaum einen Konsens, aber da scheinen sich fast alle einigen zu können, dass das, was also so in der mediterranen Kost beschrieben ist, dass das doch etwas Gesundes ist. Da streiten also die wenigsten Leute darüber. Und was wären da so die Charakteristika? Ich meine, muss einem ja klar sein, die mediterrane Kost ist nicht das, was wir jetzt serviert kriegen, wenn wir zum Italiener gehen oder wenn wir irgendwo in Griechenland Urlaub machen, sondern damit ist also tatsächlich das gemeint, was dort im Mittelmeerraum vielleicht in den 50er Jahren war. Was haben die Leute da zu sich genommen? Sie haben also eine pflanzenbetonte Ernährung gehabt. Sie haben dann auch Nüsse, Saaten, sie haben Fisch gehabt. Natürlich, da waren dann auch noch geringe Mengen an Wein dabei. Das sieht man vielleicht heute etwas differenzierter. Aber was natürlich auch das Charakteristikum dieser Region ist, ist zum Beispiel das Olivenöl, also diese gesunden Fette, die dort zum Einsatz gekommen sind. Auf was können wir uns einigen? Zucker ist mit Sicherheit ein großes Problem, wenn es zur Glykolysierung von Eiweißstoffen kommt. Es gibt da diesen Begriff dieser Age-Proteine A, G, E, also Englisch für Alter, aber in dem Fall ist es die Abkürzung für Advanced Glycolyzed End Products. Also muss man sich vorstellen, der Zucker verpickt, verklebt da alles und dadurch werden Funktionen von Eiweißstoffen gestört und man geht davon aus, dass diese Age-Proteine auch einen wesentlichen Anteil am Alterungsprozess haben. Speziell also, wenn es dann darum geht, solche Zuckerstoffe in einer flüssigen Form zu sich zu nehmen, in Form von Getränken und da ist es eben so, da ist es nicht nur jetzt diese, damit ich keine Markennamen sage, diese Erfrischungsgetränke, Muntermacher. diese Zuckerkracherl da, sondern durchaus auch das, was man glaubt, was eigentlich sehr gesund ist, ist der Apfelsaft, der Orangensaft, Ja. der Heidelbeersaft. Ja, der hat genauso viel Zucker, weil es natürlich ja auch so ist, wenn ich da so einen Liter Orangensaft habe, da sind ja so viele Orangen drinnen,
Die könnte ich auf keinen Fall essen auf einmal, aber das Austrinken mit ein bisschen Mühe schaffe ich schon ganz gut. Also das muss man differenzieren. Wenn ich die ganze Frucht vor mir habe und die esse, dann wird es mir wahrscheinlich gar nicht so gelingen, da gar so viel zu essen. Bei den meisten Obstsorten, bei einigen schon. Wenn das aber Ganze dann noch irgendwie durch Lebensmittelindustrie noch weiter verarbeitet ist, auch wenn ein Smoothie eigentlich was Gesundes sein könnte, aber so wie man es also irgendwie fertig vorbereitet kaufen kann, ist das dann wahrscheinlich nicht mehr gesund. Oder was heißt wahrscheinlich? Es ist sicher nicht mehr gesund. Wo also auch Konsens ist, dass also ja, es gesunde Fette gibt, und wir haben ja auch bei den Eiweißstoffen diese essentiellen Aminosäuren, die unbedingt in der Nahrung enthalten sein müssen. Das sind 9 an der Zahl von den 20 Aminosäuren insgesamt. Die kann der Körper selber nicht produzieren, die müssen wir zuführen. Und da ist dann das Thema, dass also eine vegetarisch-vegane Ernährung sich da etwas schwerer tut, diese ganzen essentiellen Aminosäuren in der Art zuzuführen. Da muss man dann schon sehr gut kombinieren aus verschiedenen pflanzlichen Eiweißquellen, dass es geht. Aber es geht. Also auch hier gibt es Studien. Wenn man das entsprechend mit veganen Eiweißquellen macht, kann man genauso seine Muskulatur erhalten. Was man aber wissen muss, ist, dass man über diese Quellen meistens dann halt auch ein bisschen mehr Kohlenhydrate mit aufnimmt, also mehr Energie aufnimmt. Das setzt halt dann die Forderungen an, dass man sich entsprechend bewegen muss, um sich diese Kohlenhydrate dann auch wieder verdienen zu können. Aber genauso wie wir essentielle Aminosäuren haben, gehen wir auch davon aus, dass wir essentielle Fette haben, die wir also dann immer dabei haben sollen. Oh, wir haben diese Omega-3 zu Omega-6-Relation in den Fettsäuren, und unsere Standardernährung liefert halt zu viel Omega-6. Das führt dann wieder zu Entzündungsreaktionen. Und hier einen Ausgleich zu haben, das ist auch evident. Und ja, es gibt aber dann natürlich andere Punkte, wo es widersprüchliche Aussagen gibt. Darf ich jetzt überhaupt tierisches Eiweiß zu mir nehmen, oder wäre grundsätzlich eine vegane Ernährung wesentlich gesünder? Das ist unter Umständen auch davon abhängig, welche Forschungsergebnisse man sich da eben zu Gemüte führt. Und da gibt es sicherlich Diskrepanzen. Können wir vielleicht dann auch noch darauf zu sprechen kommen, warum es da diese Diskrepanzen in den Aussagen geben kann? Was ich kurz einen Begriff noch einwerfen möchte, ist, dass du mir empfohlen hast, dieses Low Carb. Also es gibt ja Low Carb oder eben Slow Carb. Und ja, also das hast du mich gelehrt. Magst du das hier noch kurz erwähnen? Ja, also letztendlich auch das ganz gesunde Vollkornbrot wird im Körper irgendwann einmal dann zu Glucose abgebaut. Aber der Unterschied ist der, dass der Körper halt da wesentlich mehr beschäftigt ist, auch wesentlich mehr Ballaststoffe mit reinkriegt, die dann wieder fürs Darmmikrobiom sehr gesund sind. Und also gewisse Anteile an Kohlenhydrate brauchen wir. Das ist auch gut, speziell wenn wir uns körperlich betätigen. Da können wir die Leistung daraus ziehen. Aber wir sind gut beraten, eben dem Darm da ein bisschen Arbeit anzuzüchten, dass er sich da längere Zeit damit beschäftigt. Und
Da gibt es ja heutzutage diese moderne Technologie dieser kontinuierlichen Glukosemessung. Das sind so kleine Sensoren, die man sich da am Oberarm, am Trizeps da raufstempelt und wo man dann am Handy ständig schauen kann, wie der Zuckerwert ist. Und da kann man dann eben auch ganz individuell herausfinden, wie man auf die unterschiedlichen Kohlenhydratzufuhr reagiert. Und ich finde das hochfaszinierend, also auch und ganz explizit, das möchte ich betonen, da muss man jetzt nicht Diabetiker sein, dass man mit so einem Sensor herumlaufen kann. Wir finden jetzt im Moment auch gerade so einen ganzen, fast einen Hype unter den Sportlern, die verwenden das, also um hier die Energiezufuhr für ihr Training richtig steuern zu können. Aber das, was wir aus diesen Sensoren gelernt haben, und das finde ich extrem spannend, wie individuell unterschiedlich wir alle sind. Also man kann jetzt gar nicht sagen, das ist das einzig richtige Wahre und damit wird alles ganz gut funktionieren, sondern es ist so, dass Menschen ganz unterschiedlich reagieren können und es gibt meines Erachtens einen enormen Lerneffekt, sich einmal 14 Tage so einen Sensor zu nehmen und dann zu schauen, aha, interessant, wenn ich dieses oder jenes Frühstück habe, dann schnalzt mein Zucker da über 200 hinauf. Das Wissen, das man da haben muss, ist, dass es eben ein Ziel sein sollte, diese Spitzen an Zucker im Blut zu vermeiden, ein möglichst glattes Profil zu haben. Und glattes Profil heißt eben Slow Carbs, also langsam resorbierte Kohlenhydrate. Damit kann der Körper besser umgehen. Da kommt es zu weniger Insulinspitzen und das Insulin, das wir eben freisetzen im Zusammenhang mit unserer Nahrung, ist ja etwas, was immer dann ein Speicherhormon ist. Also viel Insulin heißt, das Insulin nimmt jetzt die Energie und legt das ab als Fettspeicher. Und ja, hochspannendes Thema. Wenn man sich mit dieser individuell unterschiedlichen Verarbeitung der Kohlenhydrate beschäftigt, hängt auch davon ab, in welcher Reihenfolge ich das zu mir nehme, ob ich vielleicht vorher den Salat esse und dann erst irgendwie, ich weiß nicht, Kartoffeln drauf oder umgekehrt. Also auch da mag es sehr gut sein, sich selber einmal kennenzulernen, wie man da individuell reagiert. Gutes Feedback, ja. Zum Essen gehört natürlich auch Nicht-Essen, ein Thema, auf das ich auch ein bisschen eingehen möchte oder dich bitten möchte einzugehen, ist Fasten. Ich habe selber einmal erlebt, also ich bin ein verfressener Mensch, also ich esse gern und esse leider auch gern viel, aber es war ein total wertvolles Erlebnis, mal 13 Tage zu fasten, nämlich wirklich nur Saft, also eigentlich Wasser also ganz dünne Tees. 13 Tage lang. Und das Spannende für mich war, damals war meine Tochter noch im Kindergarten und ich konnte am Heimweg, wenn ich sie in den Kindergarten gebracht habe, laufen. Es war zu einer Zeit, war in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts, letzten Jahrtausends, war ja so fitnessmäßig überhaupt nicht so imstande zu laufen, aber plötzlich konnte ich laufen in diesen Tagen, ab dem dritten Tag. Und das war wirklich faszinierend. Ja, gibt es intermittierendes Fasten, verschiedene Arten. Es gibt einmal im Jahr so Saftfasten oder auch mehrmals. Was meinst du dazu? Also ich glaube, das, was du gesagt hast, dieses Erlebnis, was mit jemandem passiert, wenn man mal eine Zeit lang nichts isst, wenn man Hunger zulässt, wenn man auch erlebt, wie der Hunger dann nach einiger Zeit wieder verschwindet, das, glaube ich, ist eine ganz essentielle Erfahrung und Wissen, wenn es grundsätzlich dann um die Regulation der Nahrungsaufnahme geht. Wir haben natürlich dieses sehr populäre zeitlich beschränkte Essen, also das
wie es dann genannt wird, intermittierende Fasten, häufig 8-16, also in 8 Stunden isst man was, 16 Stunden lasst man den Organismus dann in Ruhe, was die Nahrungszufuhr anbelangt. Das fördert dann den Abbau von Fetten. Es wird da auch ein Phänomen beschrieben, diese Autophagie, dass man also quasi dann den Müll aus den Zellen rausräumt und diese Schlackestoffe zum Teil dann auch wiederverwertet. Ob das jetzt wirklich in 16 Stunden schon passiert oder ob es da längere Fastenperioden braucht, das scheint auch zwischen Männern und Frauen Unterschied zu sein. Frauen kommen also angeblich schneller in diese Autophagie. Faktum ist, dass das vielen Leuten gut hilft, wenn es darum geht, tatsächlich ein bisschen Gewicht abzubauen. Im Idealfall ist es so, dass wenn man also diese drei Mahlzeiten hat, Frühstück, Mittagessen, Abendessen, dass man eine der Randmahlzeiten weglässt und dann nur diese zwei Mahlzeiten hat und tatsächlich isst man halt dann in dieser Zeit in Summe weniger, als wie wenn man da ad libitum durchessen könnte. So waren ja auch die ursprünglichen Studien an Ratten, wo man also den einen nur 8 Stunden was zu fressen gegeben hat und die anderen haben fressen dürfen, solange sie wollen haben. Das ist auch der Grund, warum man auf die 8 Stunden gekommen ist, weil der Laborant, der diese Forschung betreut hat, der hat einen 8-Stunden-Arbeitstag gehabt. Das heißt, nach 8 Stunden hat er zu Hause gehen dürfen. Drum hat er, also die 8 Stunden hat er die Ratten gefüttert und dann ist er zu Hause gegangen. So ist das entstanden, das 8-16. Aber tatsächlich sagen viele Menschen, ja, das hilft mir, das ist weniger Verzicht, den ich da habe, das geht mir leichter irgendwie in meinen Tagesablauf. Je nachdem, die einen sagen, ich tue trotz eh sowieso nichts frühstücken, oder die anderen sagen, ja, das Abendessen weiß ich eh nie so recht, was ich essen soll, lass es gleich weg. Also, das ja. Geht nicht für alle Menschen. Manche Menschen können das nicht durchziehen und das muss man auch akzeptieren. Was ich interessant finde, ist Studien, die also bei längeren Fastenphasen herausgefunden haben, dass durch diese verminderte Zufuhr, und jetzt sind wir wieder beim Eiweiß, was ja auch bedeutet, verminderte Eiweißzufuhr, der Körper dann tatsächlich wieder anfängt, körpereigene Muskulatur abzubauen. Und speziell, wenn man das dann in einem etwas fortgeschrittenen Alter tut, dann kann man das unter Umständen nachher nur schlecht wieder aufholen. Das wäre eigentlich ein Argument dagegen, es sehr häufig und sehr oft zu tun. Aber wie gesagt, das grundsätzliche Erlebnis, das erachte ich für wichtig und natürlich auch, wenn man die unterschiedlichsten Kulturkreise nimmt, dann hast du überall irgendwo so Fastenphasen drinnen, in der christlichen Religion, aber auch, was weiß ich, Ramadan, überall gibt es diese Fastenperioden. Aber wie gesagt, diese mögliche Einschränkung des Muskelverlusts, weil wir gehen auch davon aus, dass also dieser Muskelabbau nicht so langsam runtergeht, wie es eigentlich in dieser Kurve dargestellt wird immer. Das ist ja so eine Mischung aus tausenden Einzelschicksalen, wenn man so will. Wir gehen davon aus, dass diese Frailty, also diese Gebrechlichkeit dadurch entsteht, dass man irgendwo einmal durch irgendein Ereignis einen stärkeren Verlust an biologischen Fähigkeiten, an Muskulatur, an Kraft hat und nachher das nicht mehr aufholen kann. Also dass das so ein stufenweises Abbauen ist und da möchte man natürlich durch längere ausgiebige Fastenphasen
nicht so eine Treppe nach unten erzeugen. Auf der anderen Seite mag es natürlich gute reinigende Wirkungen haben für Körper und für Geist, zweifelsohne. Also ich habe 2020 ein Jahr lang diese 16:8 durchgehalten, allerdings nicht bei zwei Mahlzeiten, das schaffe ich nicht, sondern ich habe die drei Mahlzeiten untergebracht in diesen 8 Stunden und habe tatsächlich in einem Jahr 9 Kilo abgenommen. Ob da jetzt sehr viel Eiweiß runtergegangen ist, also sehr viel Muskelmasse, weiß ich nicht, weil zu der Zeit habe ich es noch nicht kontrolliert. Ich kriege jetzt so eine Waage, also ich werde es jetzt kontrollieren. Aber es ist alles wieder oben gewesen, im Jahr drauf, wie ich aufgehört habe. Bei mir ist das Problem, dass ich abends oft lang arbeite und dann einfach einen Hunger kriege und vor allem, dass mich der Magen brennt. Darum ging es auf Dauer nicht. Also es ist wahrscheinlich wirklich individuell und ich glaube, und da kommen wir jetzt zu einem ganz wichtigen Punkt, nämlich unsere Intuition. Eigentlich würde unser Körper, unsere Intuition, unser Herz, wie auch immer wir das nennen, doch uns genau sagen können, was für uns gut ist. In jeder Beziehung, aber vor allem auch in Bezug auf Ernährung. Warum fällt es uns so schwer, diesem Instinkt, dieser Intuition zu folgen? Also ich glaube, das ist eine ganz eine zentrale Frage, weil das ist ja in uns irgendwo so der Wunsch, oder? Dass wir uns jetzt da nicht irgendwie einen Kopf machen müssen, soll ich dieses essen oder soll ich jenes essen, sondern ja, um Gottes Willen, das hat Jahrtausende unserer Menschheitsentwicklung funktioniert, dass man irgendwie das gegessen haben, was uns irgendwie weitergebracht hat. Oder ja, gut, man kann natürlich sagen, die sich grob vergriffen haben, die haben ihr Genmaterial dann nicht mehr weitergeben können. Die haben es halt nicht überlebt. Also wir hätten eigentlich, wenn man so will, eine Selektion an Menschen, die es geschafft haben, sich intuitiv gut zu ernähren. Und irgendwie, möglicherweise, schaffen wir es jetzt nicht mehr. Und ich würde da einen Punkt ganz wesentlich sehen, das sind also diese hochverarbeiteten Lebensmittel, wo also eine ganze Industrie dahinter steht, uns Geschmackssensationen zu liefern, die so toll und so direkt in unser Belohnungszentrum hinein voran, dass sie uns also sozusagen an den Haken nehmen und wir dann immer mehr runterkommen. Und das, glaube ich, ist ein Faktor. Der nächste Faktor ist, dass wir unter Umständen um uns herum so eine Dichte an Ablenkungen haben. Und wenn wir das gestatten, dass das auch bei unserer Nahrungsaufnahme ist, dass wir dann ganz einfach diese Sinne gar nicht mehr so parat haben, um jetzt da hineinzufühlen, was dieses Lebensmittel jetzt gerade mit uns macht, weil wir jetzt vielleicht irgendwo die E-Mails checken und die Nachrichten hören und das nur tun. Und also ich habe da von Zeit zu Zeit so ein Erlebnis, wenn ich mit meiner Frau gemeinsam mir es leiste, zu einem Koch unseres Vertrauens zu gehen, wo wir wissen, der kocht jetzt wirklich, wirklich gut. Das ist ein kleines Lokal und da sitzen wir dann und da sind wir also dann wirklich ganz im Hineinspüren, im Hineinfühlen, was diese Nahrungsmittel für uns macht. Und da sind wir zum Teil dann so richtig ärgerlich, wenn irgendwo an den Nachbartischen irgendwelche Gepardinen sind, die dann laut vor sich hingröllen oder halt eine gesteigerte Lautstärke haben und wir ganz einfach auf diese Sensorik bezüglich dieser Kunstwerke, die uns dieser Koch da liefert, gar nicht so eingehen können. Und ich glaube aber, dass das genau der Punkt ist, dass wir diese Sinne so fein halten müssen. Und ganz wichtig erscheint mir auch,
nicht nur während der Nahrungsaufnahme, sondern auch dann die Phase danach noch zu beobachten. Das heißt, auch noch so 10 Minuten, 20 Minuten nachzuspüren, was hat es jetzt eigentlich mit mir gemacht, was ich da aufgenommen habe. Bin ich jetzt glücklicher als wie vorher? Bin ich zufrieden? Bin ich angenehm gesättigt? Bin ich vollgepumpt? Wir haben ja, das weiß man, wir haben eine relativ lange Leitung zwischen unserem Verdauungstrakt und dem, was da an Nährstoffen reinkommt und unserer Verarbeitung dann über diese Hunger- und Sättigungsmechanismen. Da sich wirklich Zeit zu nehmen und wirklich nachzuspüren, was hat denn das gemacht, auch also da gibt es ja dieses Intuitive Eating, das ist ja an und für sich eh ein Bestseller. Also es gibt ja einen Trend, es gibt eine Bewegung in diese Richtung. Hier wird auch betont, dass man sich auch ein bisschen befreien sollte von so einem schuldhaften Essen. Das heißt, dass man auf irgendwas Gier gehabt hat, dann isst man das und nachher kommt dann so eine innere Beschimpfungskanonade, wo man sagt, ja, warum ist das mager? Also furchtbar. Jetzt habe ich vielleicht was gegessen, was nicht die gesündeste Wahl war. Und dann mache ich mir nur selber nieder deswegen und beschimpfe mich. Dann habe ich also zwei, wenn man so will, schädigende Faktoren, anstatt dass ich sage, ich habe das wollen, das hat mir taugt und ich habe es genossen und ich genieße auch noch hinten nach. Aber vielleicht, wenn man hinten nachspürt und man hat da irgendwo, ich weiß nicht, einen Heißhunger auf Schokolade gehabt und dann hat man diese Schokolade in die Futterluke hineingesteckt und nach 20 Minuten denkt man sich, das war aber jetzt nah und überhaupt nicht. Und dann hat man vielleicht etwas gelernt fürs nächste Mal. Und das ist ja das Entscheidende. Intuition ist ja nichts, was man sozusagen per se hat, sondern Intuition ist ja eigentlich die Summe aller unserer Vorerfahrungen, die man aber halt dann nicht so Schritt für Schritt analytisch durchdenkt, sondern das ist halt etwas, was dann auf eine schnelle Art und Weise uns eingegeben wird. Aber letztendlich, je mehr wir darauf geachtet haben, je mehr wir unsere Sinne geschärft haben, immer wieder und immer wieder nachgespürt haben, desto besser wird auch unsere Intuition funktionieren. Und ja, es wäre so super toll, wenn das gut funktioniert, aber da haben so manche unter Umständen was dagegen, dass das gut funktioniert. Ja, auch eine Frage der Achtsamkeit wieder, ne? Das gilt ja generell, ist das so wichtig im Leben. Achtsamkeit oder ich nenne es Bewusstheit, ja? Nicht nur Bewusstsein, sondern wirklich bewusst im Sinne von Bewusstheit, sich auch über die Schulter zu schauen und eben wahrzunehmen, ja? Wahrzunehmen, wie geht's mir, ja? Das ist so wichtig, ja? Ja, fand ich ein sehr schönes Gespräch. Ich danke dir. Ich möchte dich bitten, noch so einen letzten Satz, das Ganze noch ein bisschen abzurunden, wenn du so lieb bist. Ja, also diese Kurzformel, die ich dann immer gern mitgebe, weil die Leute wollen ja, wenn sie von mir weggehen, dann, ja, was soll ich denn jetzt tun? Ne? Und da ist immer gut, wenn man so einen Dreiklang hat, ne? Drei Dinge, die kann man sich vielleicht noch irgendwie merken. Punkt 1, pflanzenbetont. Punkt 2, ausreichend Eiweiß. Und Punkt 3, gesunde Fette. Und das wären so diese drei Leitgebilde. Wenn man sie da ein bisschen anhaltet, dann glaube ich, ist man schon ganz gut unterwegs. Gibt es zum Eiweiß eine Zahl? Also dieses vor allem im Alter? Ja, Nicht, ja. also da ist es so, dass wir mit dem Alter so eine metabolische Resistenz entwickeln. Das heißt, wir können dieses Eiweiß nicht so gut aufnehmen, nicht so gut verarbeiten. Daher brauchen wir im Alter
in etwa genauso viel Eiweiß wie der junge Bodybuilder. Und das sind also so 1,5 Gramm. Sicher geht es auch bis 2 Gramm, das ist aber schon sehr engagiert. Aber man ist also sicherlich gut beraten, irgendwo zu schauen, dass man in diesen 1,2 bis 1,5 Gramm Bereich pro Kilogramm Körpergewicht reinkommt. Das ist so eine gute Näherung, dass man das an das Körpergewicht orientiert. Jetzt könnte man natürlich sofort hergehen, ja, was ist einer, der 200 Kilo hat? Nein, dann nicht an das Körpergewicht, sondern dann eher halt an das Zielkörpergewicht orientiert, diese 1,5 Gramm. Und natürlich, wenn jemand sehr, sehr sportlich aktiv ist, dann müsste man es vielleicht auch noch ein bisschen korrigieren mit dem gesteigerten Energieumsatz, den er ja dann insgesamt hat. Aber diese 0,8 Gramm, die man also da in den Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung nimmt, das wäre nur der Wert, unter den sollte man auf keinen Fall drunter gehen, weil dann muss man rechnen, dass man tatsächlich Eiweißmangelsymptome entwickelt. Also das ist so die unterste Grenze, damit man nicht schwer krank wird. Ja. Aber mit der 1,5 ist man, glaube ich, ganz gut aufgestellt. Ja, und also das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, weil diese Empfehlung hast du mir auch gegeben und ich habe das wirklich umgesetzt und das ist auch gleich das Stichwort für die Ankündigung unseres nächsten Gesprächs. Da geht es ja wirklich um die Leber. Und ja, ich habe meiner Leber damit etwas Gutes getan. Also ich bin dem nachgekommen. Ich danke dir. Danke, danke, danke. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Und ja, danke dir fürs Dabeisein, fürs Mitschwingen, fürs Zuhören, hoffentlich interessiert zuhören. Du warst lang dabei, wenn du bis jetzt dabei warst, aber ich hoffe, du hast viel Anregungen mitbekommen, die auch wertvoll sind für dich. Für mich sind sie immer wertvoll. Und ja, danke noch einmal. Ich danke für die Einladung und auch ich war gern dabei. Ja.